Advent, Advent, das Lichtlein brennt. Erst eins. Dann drei. Später. Und dann elf. Und dann kommt, kriegst du jetzt auf die zwölf. Komm, wir fangen nochmal an. Kuckuck. Ja, hallo Borkheide, hallo Welt. Da sind wir wieder, der Matze und der Lutze. Wir haben heute beide was am Kopf und wünschen nachträglich einen wunderschönen ersten Advent. Habt ihr hoffentlich einen Stammkopf? Du hast was am Kopf. Ich habe einen Stammkopf. Ich habe was an der Mütze. Ja, das ist der Kopf. Die Mütze ist der Kopf. Und so dunkel wie eben wollten wir auch nicht sitzen bleiben. Es ist draußen dunkel genug, deswegen haben wir schnell das Licht angemacht. Genau, wir wollen mal diese graue, trübe Novemberstimmung nicht weiter noch nach oben treiben, sondern immer schön lustig bleiben, selbst bei dunklem Regenwetter. Nee, regnet gar nicht, es sollte eigentlich schneien heute. Und das kommt noch. Aber das ist an uns vorbeigegangen. Wir haben gar nicht so viel, nur ein bisschen und grüßen. War das am Samstag früh oder wann? Da war so leichter. Ganz leicht, ja, genau. Schneekrise. Ja. Wir Gruß der Woche heute geht an die Sponsoren des Weihnachtsmannes, der ja am 11. kommt. Ihr wart schon ganz fleißig und habt ja so viele Kleinigkeiten gebracht. Aber doch, das reicht erstmal. Thorsten Wittling und Familie Woltmann. Genau. Und wir haben noch ein paar Sachen zu klären. Mein Nachbar Silvio, danke. Mhm. Und ja, am 11. gucken wir mal, wie das Wetter wird. Da können wir gleich mal mit drüber labern. Wie gesagt, am 11. um 14, nee, um 16 Uhr. 16 Uhr. Kommt der Weihnachtsmann nach Borkheide, holt wieder von den Kleinsten der Kleinen und wer möchte auch von den Großen die Wunschzettel ab. Ob das so klappt immer mit den Wunschzetteln, das wäre echt geil, wenn es mal so funktioniert. Würde mir mal ein paar Wünsche aufschreiben. Und dann, wenn es regnen sollte, Matze, gibt es eine Ausweichmöglichkeit, sagen wir Bescheid. Ne? Dann wird es eine Ausweichmöglichkeit geben, genau. Auch in der Nähe des Marktplatzes. Also das passt dann schon. Aber da sind wir noch am Klären. Kriegen wir hin. Muss ich nochmal mit mir ins Gericht gehen. Ne, dann. Mhm. Jo, Matze, wenn du nach Hause gehst, du musst da hinten immer Belitzer Straße lang und fällst öfter auf den Nase, hast du mir erzählt. Ich gehe da nicht mehr lang, das ist mir zu blöd. Warum? Na, da kannst du nicht laufen da. Der Gehweg, ne? Der Gehweg fehlt. Die kommen nicht aus dem Pott, ne? Nö. Wie lange ist das jetzt schon? Weiß ich nicht. Anfang November. Nee, wann? Und wie sieht es Richtung Borkweiler aus? Da komme ich gar nicht mehr lang. Auch nicht besser. Jörg hat gesagt, da fällt man ganz schön auf die Nase, wenn man da nicht aufpasst. Mhm. Ich komme da gar nicht mehr lang, aber jetzt, wo es eh immer dunkel draußen ist, Dunkeltuten. Vielleicht hat da jemand eine Idee, wann das hier weitergeht. Einfach mal unten reinschreiben, wie der Plan ist mit den Gehwegen, ob es jetzt zum Winter noch was wird oder doch erst im Frühjahr. Und natürlich, übrigens bedanken wir uns natürlich auch für die Kommentatoren, für den Kommentar unter unserem Video, für die Wünsche. Vielen Dank, finde ich schön, auch wenn ihr darunter mal eure Ideen absondert. Finde ich ganz cool manchmal, wenn da mal was drüber kommt. So, ja, früh dunkel, dann, was ist denn Fasi-Training? Ist das was Arabisches? Ja, Freitagabend sagte meine Frau zu mir, ach komm, du, morgen früh bin ich weg, ich mache Fahrsicherheitstraining. Und ich glaube, den Rest erzähle ich im Video, aber im Start vom Video sieht man auch, Fahrsicherheit beginnt schon auf dem Parkplatz, aber auch nicht für alle. Aber es war bestimmt eine Pilotin. Okay. Hallo Borkheide, hallo Lutze, hallo Welt. Ja, es ist kalt in Brandenburg und zwar auch hier am Samstag auf dem Fahrsicherheitszentrum in Linte. Deswegen habe ich auch die dicke Jacke an. Und ja, meine Frau ist heute Morgen um 5 aus dem Haus gestürzt, denn sie konnte organisiert über die DLRG Ortsgruppe Nauen heute hier zusammen mit Enrico Kaiser, auch aus Borkheide, an einem Fahrsicherheitstraining mit ihren Autos teilnehmen, die sie auch im Einsatz fahren, wenn sie mit der DLRG unterwegs sind. Denn Sicherheit geht vor, denn auch unsere Einsatzkräfte müssen ihre Fahrzeuge beherrschen. Und das ist natürlich die optimale Variante, um mit etwas größeren Fahrzeugen als mit normalen Pkw klarzukommen. Tschüss von hier. Ich gehe jetzt irgendwo einen warmen Tee trinken. Ciao. Sehen? Ja, super, das hat geregnet. Da hast du das gesehen, wie das geregnet hat. Ja, von links und rechts. Und das Wasser ist nicht von oben gekommen, sondern von unten. Auch das noch, ne? Hm? Was dafür ein Druck ist vom letzten Regen, war aus das der Erde noch raus. Finde ich mal interessant. Also, aber das ist ja eigentlich. Das Einparken war schön, was? Ja, aber das ist ja eigentlich nicht nur für DLRG, das ist ja eigentlich auch für Normalorte normal mal ganz cool, da eine wilde Sau zu spielen. Zum einen das? Mit Motorrad darin zu bammeln. Es war übrigens DLRG, also. Über den Cut-Schutz, das habe ich im Video noch vergessen. Ich habe mich danach, also ich recherchiere, bevor ich sende, nicht, sondern hinterher.
Und das geht auch über den Katschutz, ist da auch mit. Katschutz? Mein Katschutz ist nicht geschützt. Ach so, Katastrophenschutz. Katastrophenschutz, die sind in Werder fahrzeugtechnisch stationiert und von dort aus sind die hingestartet. Genau. Katschutz, die spricht immer mit Fremdwörtern, ja? Wie ist doch keiner, was das ist, Mensch, Katschutz. Mein Kat ist auch geschützt. Aber wie gesagt, es ist mal interessant, sowas zu machen. In Linte ist das, ne? Linte, genau. Und das mal mit Motorrad noch machen da. Das Vollbremsung gibt's bei Regen. Auch Motorradkurse. Ja, dann bin ich aber nass, wenn ich da durchfahre. Finde ich schon interessant. Aber ich würde das auch für dich filmen, wenn du nass werden möchtest. Die Motorradsaison fängt allerdings, ich habe ja kein Saisonkennzeichen, aber für die meisten erst wieder ab März, Ende März an. Die sind ja meistens abgeschaltet. Da schickt man dich zum Training, glaube ich. Aber nur wenn Schnee liegt. Jo, und dann sitzen wir jetzt hier rum und haben gar nicht mehr zu sprechen. Heute haben wir wirklich nichts, das war nichts gewesen. Wetter war grau, war November. Keine E-Mail bekommen, nix. Keine E-Mail angekommen, nix. Mm-mm. Können wir nichts berichten, jedenfalls nichts, worüber wir berichten wollen. Fällt mir nichts ein. Ach so, was wir am Wochenende nicht geschafft haben, war denn eigentlich der Arbeitseinsatz am Bahnhof gewesen? Weißt du was davon? Ja, bin ich ja, weil ich in Linte war. Da warst du nicht hier gewesen. Ja. Ich dachte, du warst. Nee, nee, warst ich auch war nicht. Da. Ich hatte keine Zeit. Gut. Nee, dann haben wir auch keine Bilder bekommen. Denn gut, dann können wir eigentlich gleich kurz zum Wetter springen, Matze. Du hattest ja Schnee angesagt. Das sieht ganz schön nass aus morgen. Was soll sag mal, ich habe gesagt, in 3 Tagen sieht es schon wieder anders aus. Aber es kam ja doch so ein paar Schneekrissel runter. Heute ziemlich, was steht denn da? Heute wäre Sonnenschein gewesen da unten. Siehst du, das ist ja komisch. Ines hat gesagt, es hat geschneit in Potsdam. Sonne schien in Potsdam. Ach so. Kurzzeitig. Dann haben sie es noch da verteilt. Okay. Ja, und morgen wird es doch ein bisschen feuchter von oben. So wie es aussieht. Und Mittwoch noch ein bisschen. Und dann wird es nochmal kalt. Und dann bleibt es erstmal so. Aber nach Schnee sieht es dann auch nicht mehr aus. Nach Schnee sieht es nicht aus, aber es kann natürlich früh morgens aufpassen wieder. Jetzt kommt die Zeit, wo es früh morgens glatt ist. Ne? Mhm. Und Richtung 4.12., wie man hier auf dem Wettertrend sehen kann, sind auch nochmal so eine kleinen Spitzen, wo Schneefall sein könnte. Dienstag könnte zum Wochenende auch nochmal. Ja. Mhm. Je nach Temperaturlage. Kommt es hier schnitten oder in Tropfen? Mhm. Aber wirklich ist ja so ein graues Novemberwetter, aber eigentlich ist im November immer graues Novemberwetter. Ich kann mich gar nicht entsinnen, dass das jemals dolle anders war. Ab und zu ist es mal, wo mal die Sonne rausguckt, aber eigentlich. Der Spruch, war das ein sonniger November, den kennen wir nicht, ne? Nee. Und, aber das ist nicht so schlimm, aber weißt du, ging mir immer durch den Kopf, da müsste man dann tatsächlich mal die Kamera nehmen und versuchen, aus diesem Grauen was Schönes rauszuholen. Also das Negative positiv zu sehen. Es wird jetzt philosophisch, mangels Ausbildung kann ich da nicht mitreden. Doch, ich finde das cool, wenn man jetzt losgeht, jetzt geht man, und draußen ist ja Nebel manchmal oder so, ja, finde ich total cool. Also, dann kannst du noch richtig schöne Sachen machen. Ich gehe nicht mehr raus. Du gehst nicht mehr raus? Na doch, nachts gehe ich raus, da sieht mich keiner. Ich habe Homeoffice. Und das auch der Grund, warum immer noch in der Woche auch Lütze seine schön gemachten Kalender noch in der Woche bei mir von 9 bis 16 Uhr erworben werden können. Außer Mittwoch die Woche. Genau. Und am Wochenende bei Lutze. Samstag, ja, also auch samstags von 13 bis 17 Uhr und ansonsten natürlich unter der Woche auch von 17 bis 19 Uhr, außer montags, weil montags kann ich immer nicht, weil da sitze ich ja hier. Da bist du blockiert, ne? Ja, da muss ich Video machen und schneiden. Muss ich gar nicht. Aber wir halten trotzdem tapfer durch. Wir haben uns gesagt, wir halten durch. Wir haben in der gesagt, Woche, in der Woche vom 13. an dann auch wieder bei mir, die Woche dazwischen nicht bei mir. Wir sind nämlich so clever, wir kriegen das immer hin, dass wenn sobald die Kamera an ist, sind die Ohren wieder oben. Wenn die Kamera aus ist, dann fallen die wieder runter, dann hängen die wieder. Ja, Matze, du bist nächstes Wochenende, nächsten Montag höchstwahrscheinlich eventuell nicht bei mir mit vor der Kamera, hast du gesagt, weil du lässt dir die Zähne neu machen. Ah, also komplett. Von oben bis unten. Na, wir werden sehen, was passiert und ob wir da einen Ersatz finden. Hat sich ja schon jemand gemeldet, der eventuell mitmachen möchte. Mal gucken, ob das klappt. Wird mal interessant. Mal gucken. Wenn er sich traut. Gut, so, das war's mal. Ein bisschen viel sinnloses Gelaber, ein bisschen wenig. Aber das kennen Sie ja von uns. Ja, das passt schon, glaube ich. Ne? Ansonsten sehen wir uns wieder nächsten Montag. Alles Gute wünscht. Matze und? Lutze. Und tschüss. Tschüss. Machen wir Licht wieder aus.